So, ihr Lieben, ich bin voll außer Atem, ich komme gleich klar. Ich mache jetzt für euch das Video. Hier stehen schon alle Pflänzchen. Ein bisschen aufpassen mit der, weil wenn es windiger wird, muss ich die woanders hinstellen. Das ist mir zu tricky. Stellen wir die mal hier rein, mit der fangen wir an. Brauche jetzt noch die Blumenerde. Hier ist mein Stativ, da sind die Ausweichmöglichkeiten. Ein bisschen habe ich schon vorsortiert, da ist die Olga. Jetzt brauche ich noch die Blumenerde, dann geht's los. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich sehen, verstehen, hören und pipapo. Pflanzen habt ihr gesehen. Ich habe hier alles um mich herum stehen. Da ist die Pflanzenerde. Die holen wir jetzt noch ein bisschen näher. Hier sind noch ein Haufen Töpfe zur Auswahlmöglichkeit. Sei es jetzt Tontöpfe. Also guckt, dass ihr Löcher habt, weil ohne Löcher nicht gut. Oder alternativ, wenn ihr eben keine Löcher habt, nehmt hier einfach so ein Töpfchen. Das geht auch. Also wie ihr seht, das ist Standard Pflanzenerde. Also das auch mit Torf und einem Pipapo. Relativ nass. Also mit dem Angießen müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Ich hoffe, das Wetter hält. Müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Ich brauche noch eine Schere. Die hole ich noch kurz. So, habe noch zwei Stück gefunden. So, ich fange jetzt an mit der Forellenbegonie, weil die muss unbedingt umgetopft werden. Die ist aber relativ empfindlich, was den Wind angeht. Also klassische Forellenbegonie. Ich denke, ihr habt sie schon mal gesehen, gekennzeichnet halt durch die weißen Punkte auf den Blättern. Die hat viel zu wenig Platz. Ihr seht auch immer wieder mal die Gelbtafeln bei mir. Ich habe nämlich übelsten Tripsenbefall gehabt, aber richtig krass. Das ist jetzt aber schon relativ vergangen. Es geht langsam, aber die Gelbsticker kommen wieder rein, ja? Also die hat einfach einen mega Wachstumsschub gehabt. Ohne sieht man noch keine Wurzeln. Wir gucken jetzt gleich, wie die generell im Topf aussieht. Standardmäßig, also immer ein bisschen Erde unten rein. Und dann gucke mal, wie es funktioniert. Ich nehme gerne immer hier so ein Ding an, damit ich nicht hier den ganzen Hof voll saue. Also einfach mal ein bisschen drin gemacht. Ich drehe euch jetzt nach unten, damit ihr seht, was ich hier überhaupt mache. So. Also ich lockere das immer ein bisschen auf. So. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt wird es spannend, Leute. Ist gar nicht so schlimm. Halt schwierig mit so dicken Plants. Ich sehe halt nichts. Da
ein bisschen nach Gefühl jetzt. So, also nach dem direkt nach dem Umtopfen dünge ich nicht, aber ich benutze diese Düngerstäbchen. Die macht ihr zwischen Wurzel und Topf. Ich nehme jetzt zwei und die steckt ihr also nicht direkt in die Wurzel. Moment, ich drehe mal die. So. Die steckt ihr also nicht direkt hierhin, sondern eher seitlich. Eins, zwei. So. Oh, ich hasse diese Klumpen in der Erde. So. Gleich weg damit. Und weiter geht's mit den nächsten. Jetzt habe ich natürlich hier einen Topf frei. Diesen Topf nehme ich für welche Pflanze? Für die hier. Ach, komm doch raus. Den für die. Das hier ist eine Buntnessel übrigens. So, die sieht schon ein bisschen trostlos aus insgesamt, weil die sehr, sehr trocken ist. Die müssen wir auf jeden Fall angießen. Düngerstäbchen und gut, jetzt wieder weiter mit der Strelitzie hier. Die ist richtig wappig, die muss man erstmal richtig erstmal schneiden wir die braunen Blätter ab. Komm das an. So. Die ist richtig pappig, weil die habe ich in der Küche stehen und durch das Fett und alles nicht so schön. Die befreien wir jetzt komplett von der Erde hier und dann waschen wir die erstmal richtig ab. Hier ist Blähton drin, den behalte ich auch. Die kann aber durchaus. Passt die hier rein? Hier aber. Was ist mit der hier? Der, nehmen wir mal den hier. Also alte Erde weg.
könnte man jetzt teilen. Ich wasche die erstmal ab und dann gucke mal, ob wir sie teilen. Maybe. So, also mit der Strelitzie, Leute, habe ich die beste Erfahrung gemacht, wenn die ein bisschen tiefer steht. Also nicht oben auf dem Regal oder so, sondern eher auf dem Boden, also zum Boden hin. Kleines Sideboard ist auch okay. Ich probiere die jetzt mal zu trennen. So, also ganz einfach, das war richtig einfach. Ihr müsst aufpassen, dass ihr die Wurzel nicht abreißt, Leute, ja, das ist nicht gut. Jetzt habe ich zwei und die pflanze ich auch separat ein. Nehme jetzt natürlich den Blähton von vorher, kann ich ja wieder verwenden, also 50-50. So. Ich hasse es so sehr, wenn da so dicke Dinger drin sind. Also bei kleinen Pflanzen ein Stab pro Pflanze. Ruhig ein bisschen weiter vom Wurzelzentrum weg. Selbiges hier. So, zack, haben wir neue Pflanzen. So, kommen wir jetzt zu der großen Pflanze. Also hier seht ihr, die hat echt krass was abgekriegt. Das schmeißen wir jetzt weg. Jetzt fängt es an zu regnen. Machen wir weiter mit dieser hier. Richtig großes Ding. Und die hat Wurzeln en masse. Nehme ich jetzt einen größeren Topf. Tja, die jetzt hier rauszukriegen ist halt eine Challenge. Wie kriege ich die jetzt hier raus? Kippen am besten. Ich brauche schon wieder 10 Hände, Leute. Also hier müsst ihr halt aufpassen. Das ist zu viel. Tun wir die jetzt rein, die Erde. Hier rein. Also wenn man einmal weiß, wie das
was man da tut, dann geht das rucki zucki, ihr seht's ja. Gibt's auch nicht viel zu erzählen, ja. Kurz mal meinen weggerollerten Blähton wieder einsammeln. So, was machen wir als nächstes? Erstmal die, die es wirklich nötig haben. Also geht's weiter mit der hier. Das auch übelste. Kommen die Wurzeln auch schon raus. Wir gehen einen Topf größer. Der hat richtig gut gewurzelt. So, hier ist ja der Kaktus, der hat überhaupt gar keinen Halt mehr. Den tun wir jetzt in so ein großes Gefäß. Die darf man ja eh nicht gießen, von daher ist es jetzt nicht so wichtig, dass der Löcher hat. Ich tue mal ein bisschen Blähton ohne rein. Und ich nehme auch die alte Erde wieder. Da hat er sich wohl drin gefühlt. So. Der wird nicht gedüngt. So, probieren wir jetzt mal die große Pilea. Pileas düngt man nicht, Leute, ja? Die werden sonst richtig verschrumpelt, die Blätter. Das bringt euch gar nichts. Da tötet ihr eure Pflanze mit. Die werden nicht gedüngt. Erstmal machen wir die gelben, angegriffenen Blätter ab. Also der hat eindeutig Nährstoffmangel. Zu wenig Erde für zu viel Pflanze. Den möchte ich auf jeden Fall teilen. Das wird allerdings eine Challenge.
Die sind jetzt natürlich relativ mitgenommen, weil die das natürlich nicht lustig finden, auseinandergerissen zu werden. Ja, dann nehmen wir den. So, aus 1 macht 3. Tja, die auseinander zu kriegen ist natürlich tricky. Größeren Topf, den da. Oder den. Das Doofe ist nur, dass ich keinen Untertopf mehr habe. Das ist halt richtig eklig. Den will ich hier. Na, dann besser da rein. Okay. Gucken wir mal, ich denke mal, die wird nämlich zu groß sein. Das war mein Problem. Das ist das Problem. Wo soll ich denn das reinkriegen? Junge, da brauche ich einen anderen Topf. So Leute, das war's mit dem Umtopfen. Jetzt kommt die nächste Challenge. Gucken, wo alle hinkommen. Ich nehme euch jetzt erstmal mit in die Küche. Die kleinen Pflanzen kommen in die Küche, die großen nach oben. So, die ist schon angegossen. Ich will die jetzt auch vom Standort gar nicht mal so hart verändern, weil denen es hier echt gut gefällt. Das war jetzt der erste Schwung, Leute. Ich habe noch einen ganzen Schwung, aber ich schaffe das jetzt heute alles nicht mehr. Moment, die muss noch angegossen werden.
hinstellen. Eine größere brauche ich. Die ist zu groß, die geht nicht. Dann wird es wieder hier auf die Monster rauslaufen, denke ich mal. Ah, die hat jetzt keinen Untersitzer, das fuckt mich auch immer an, sowas. Die braucht erstmal Wasser. Ich habe Gott sei Dank noch zwei Untersitze. Was geht denn mit der? Entweder ist sie jetzt so gestresst vom... Wo ist denn jetzt das Blatt? Wartet mal kurz, Leute, ich kann halt gerade nicht mehr. Eine passt nebendran. Sorry, Leute, wegen dem Licht, aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hin und her swipen. Weil sonst komme ich hier zu gar nichts. Also ein bisschen, Leute, ich sortiere erstmal und dann zeige ich es euch gleich nochmal. Ich komme sonst zu nichts. Es dauert alles doppelt so lange, wenn ich euch hin und her tragen muss die ganze Zeit. Ich guck mal, wohin ich die verteile und dann zeige ich euch gleich nochmal die Plätzchen. So, ich habe es geschafft. Die steht jetzt hier oben auf meinem Regal. Sonst passt sie nirgendwo mehr hin. Die Forellenbegonie steht jetzt hier. Da hat sie wenigstens Platz nach oben und zur Seite und dieselben Lichtverhältnisse. Die ist natürlich hier geblieben. Hier sind die kleinen Babys. Zweimal Pilea, einmal Banane. Hier unten steht noch eine Banane. Die muss unbedingt gegossen werden, habe ich gerade gesehen. Das machen wir mal jetzt sofort. Die kriegt einmal ordentlich Wasser und dann eine ganze Zeit lang gar nichts mehr. Die hat nämlich kein Loch im Boden. Und ist so eine Kakteenart. Die brauchen nicht so viel Wasser. Hier steht noch eine Banane. Ich muss das unbedingt alles mal abputzen, ey. Das ist so schlimm. Okay. So, hier stehen jetzt die. Die stand vorher da. Die ist hierhin gewandert. Die stand auch vorher hier. Die auch. Und da muss ich mich noch darum kümmern und um die Monster nebendran. Aber bis jetzt ist erstmal alles weg. Jetzt kommt erstmal Thema Wäsche. Und dann morgen, ich muss unbedingt noch Töpfe kaufen, weil die ist schon in einem so großen Topf hier. Aber hat keinen Platz mehr da drin. Die muss auch unbedingt Wasser haben. Die kommt jetzt erstmal hier rein. Geht's gleich fröhlich weiter. So, dann können die sich voll saugen. Boah, diese Wäsche, Leute, ich komme gar nicht mehr klar auf mein Leben. Ich muss das jetzt unbedingt noch wegmachen. Schlimm ist das. Also so ein Haus, ey, das ist echt die übelste Arbeit, ich sag's euch. Ist nicht mal kurz easy peasy, zack, zack, zack. Schön wär's. So, hier ist Wäsche. Das reicht an Wasser. Oh, hier liegt überall Wäsche rum, ich kann nicht mehr.